Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, Tourmaniac am Start mit einem neuen C64 Homebrew-Time Video. Schwer was los hier, fahren die Landwirtschaftsfahrzeuge hin und her, weil das ist ja relativ dörflich hier, wo ich wohne, da kommt das schon mal vor. Aber zurück zum Thema, heute schauen wir uns ein Game an, welches dasselbe Charset nutzt, welches das zuletzt in der Homebrew-Time vorgestellte Spiel Darkness hat. Und das Game nennt sich Darky Pete. Und ist, im Grunde Centipede, nur in irgendwie cool. Und zwar schießt man hier nicht auf Centipede selber, sondern auf alle Viecher, die in dem Game Darkness auf einen zukommen, ne, mit dem man zu tun hat. Sei es wild gewordene Gorillas, Rhinozerosse, Schlangen, Affen, Hyänen und Wildschweine und so weiter. Die muss man alle wegbratzen. Man hat natürlich seine Steine und so weiter. Der Unterschied zu Centipede ist, dass man sich da nicht nur im unteren Drittel bewegen kann, sondern man kann sich über den ganzen Bildschirm bewegen. Und wie das aussieht, ja, das seht ihr jetzt anschließend im Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und man sieht sich, ne? Ja, genau. Retro Gaming. C64. It's Commodore time. Commodore C64. It's Commodore time. Enjoy my channel and have fun. So. Da haben wir's. Darky Pete ist geladen. ASM und SFX bei AV. Oh, das ging mal gerade ein bisschen zu schnell. Okay, aber ist eben auch ein Psytronic-Game und RGCD aus dem Jahr 2014. Und der Zeichensatz kommt mir bekannt vor, haben wir zuletzt gesehen in dem Game Darkness. Da wurde derselbe Zeichensatz genutzt. Kommt mir nämlich sehr bekannt vor hier. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Interessanterweise sind die Viecher und die Hauptfigur auch dieselben wie aus dem Spiel Darkness. Das ist ja witzig. Ah, ich kann den Feuerbutton gedrückt halten. Anscheinend brauchen die Viecher hier auch genauso unterschiedlich Treffer, um zu sterben. Aha. Boah, das ist aber schnell hier, das Zeug. Warum sind die so schnell? Ich kann mich aber... Kann ich mich bis ganz oben bewegen? Aber ich muss nicht oben aus dem Bild, nee. Aber ich kann mich quer bei den ganzen Bildschirmen bewegen, das ist gut. Nur, aua. Hat man nur das eine Leben? Nee, das glaube ich nicht. Da unten sind doch noch zwei Herzen. Ja, okay. Das ist ja witzig, dass sie also mit denselben Sprites und dem Zeichensatz und so weiter nochmal ein eigenständiges Spiel gemacht haben. Boah. Stage 4. Das hätte ich jetzt so mal absolut nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, cool. Aber ob man hier auch mal eine bessere Bewaffnung kriegt, ist eine andere Frage, ne? Oder ob sich das irgendwo versteckt hat dann vielleicht hier. Ich fürchte, nein. Man wird wahrscheinlich nur diese eine Waffe haben. Es geht hier wirklich nur um Points. Aber irgendwie schieße ich jetzt schneller, kann das sein? Jo, ich schieße doch schneller. Gut. Ist ja lustig, es gefällt mir. Das Ganze geht jetzt doch immer schneller vonstatten anscheinend. Hier ist ja schon richtig Action im Bild und ich kriege irgendwie nichts tot. Boah, ey, das geht ja schon richtig flott zur Sache. Nee. Gott sei Dank kann ich mich hier wirklich schön hin und her bewegen. Aber die Spinne kriegst du nicht kaputt. Boah. Das ist ja schon richtig, richtig schwer was los hier. Du. Eieiei. Ich kriege aber auch nichts mehr platt. Nein, sag nicht Game Over schon. Oder habe ich noch ein Leben? New Highscore, Enter Initials. Okay.
T. H. O. To. Duckypate. Okay. Welchen Platz habe ich denn? Oh, Platz 1 mit 1781 Punkten. Und ja, weil es so kurz war, wollen wir das natürlich nochmal spielen. Ist ja wohl ganz klar. Bam. Aber hier versteckt sich halt unter den Felsen nichts, ne? Nee. Hier geht es wirklich nur darum, möglichst lange zu leben. Offensichtlich. Aber was war das? Ab Level 4 oder 5? Geht's dann schon ab, ne? Da unten habe ich was eingesammelt. Zwei Grüne. Jetzt habe ich aber wieder irgendwas weniger. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Heißt das, so viele Viecher muss ich noch abschießen oder was, bevor es ins nächste Level geht? Kann sein, aber da bin ich jetzt überfragt. Okay, kommt ja nicht wieder nach oben. Oder darf ich nur eine bestimmte Anzahl von den Viechern entkommen lassen? Wenn ich das wüsste. Das habe ich noch nicht ganz begriffen. Weil, guck, jetzt habe ich nämlich wieder eins von diesen grünen Dingern verloren. Aua. Jetzt habe ich ein Leben verloren. Stage 4. Ah, jetzt habe ich wieder 4 dazu. Es kann sein, dass ich nur eine bestimmte Anzahl von Viechern entkommen lassen darf. Aber da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Jetzt kommen die rechts runter. Okay, warum auch immer. Stage 5. Kann ich es schaffen? Stage 6. Oh, jetzt kommt die Spinne. Oh, und da sterbe ich. Fuck. Aber es hat gewisses Suchtpotenzial. Nö. Das ist nice, es gefällt mir. Ich hänge fest. Ich habe mich selber in Bedrängnis gebracht. Bredouille. Stirb du vor mir. So, mein Gott. Alter, hier ist aber schnell unterwegs, das ganze Kropfzeug. Ich muss mir selber einen Weg freischießen hier, damit ich einigermaßen... Boah. Was geht hier ab? Oh, Stage 7 und tot. Habe ich noch Leben oder war es das? Das war's leider. Na? Nein, das war zu schnell. Kann man auch wieder zurück? Nee, scheiße. Ta. Na toll. Na komm, aller guten Dinge sind 3. Da wollen wir jetzt noch bringen hier. Level 7 ist zu schlagen, ne? Hm, mal sehen, ob mir das gelingt. Level 2. Hyäne tot. Level 3. Ja, immer noch jetzt Level 3. Okay. Und man merkt, das ist dann schon deutlich schneller hier. Bäm. Ich weiß nicht, was das bedeutet, dieses Geräusch. Auf jeden Fall sind die Viecher schon deutlich schneller unterwegs und ich sterbe. Ah, fuck. Da wollte ich wieder zu viel. Ich glaube, nein. So dämlich, wie ich mich jetzt anstelle, werde ich nicht nach Level 7 kommen. Immer wenn man zu viel will, ne? Ist wieder ganz typisch, Tomaniac. Wieder ganz typisch. Krieg den Hals wieder nicht voll, der Junge. Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Geht kaputt. Stage 5. Dash. Ja, kommt alles schön hier vor meine Flinte. Genau, wagt es nicht nach rechts abzubiegen. Punkte, 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 Punkte. 922. Shit! 922, shit. Mäh. Ah. Okay, gut. Ja. Und wie immer, mein Fazit mit mich im Bild, ne? Switchen wir mal rüber, also. Tschö, bis gleich. Ja, wieder zurück, ne? Und ihr habt's gesehen, das Ding macht richtig Spaß. Da kann man wirklich mal ein paar Minuten Zeit drin versenken, meiner Meinung nach. Und gefällt mir richtig gut.
Ja, gibt es da sonst noch irgendwas gut zu sagen? Wie immer, Download-Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Achso, kriege ich hier noch irgendwo raus, wer das gemacht hat? Da steht nur Mai 2014 erschienen bei Psytronic und Code Achim von Mayday und Grafik Smila. Okay, na, da haben wir ja eigentlich alles, was man dazu noch wissen könnten, sollen, müsste oder wie auch immer. Ladet euch das gerne mal runter und dann probiert es mal aus und ihr werdet sehen, ja, das macht durchaus seinen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet generell Spaß mit diesem Video, mit dieser Ausgabe. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Däumchen nach oben. Wie immer, so sieht das aus oder auch so, je nachdem, welchen ihr dann gerade benutzt. Und ansonsten, wie immer, schaut gerne mal, was für Inhalte gibt es hier noch auf meinem Kanal. Zockt mal wieder mit Tomaniac. Ne? Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Abo da, knutscht die Glocke, damit ihr auch immer Reklame von mir in eurem YouTube-Briefkasten habt. Ansonsten, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.